herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Divinity Original Sin mit Chojin und Gitwinmod. Hi. Hi. Und falls ihr irgendwas jetzt hier anders drapiert seht oder angeordnet seht, heißt, dass ich Dummkopf nicht gespeichert habe und wir den Kampf nochmal machen mussten. Ja. Leider. Kann das sein, dass da ein Ausrufezeichen irgendwie an der Treppe bei Jahan ist? Ich hab noch nicht hingeschaut. Ich wollte mich erstmal hier heilen. Ich geh mal darüber und quatsch den an. Ja, ja. Möge der Schmerz, den Schwert und Zauberei angerichtet haben, dieser unbeholfenen Hure noch jenseits der Ufer des Todes nachstellen. Einmal mehr sind wir an einen Amateur geraten, jemand, der die fahle Eleganz des Antlitzes der Nekromantie durch unverschämte und vulgäre Unzulänglichkeiten entstellt hat. Sie spielte mit Fleisch wie ein Kind, wie mit seinem Pudding. Sie war taub für die Schreie ihrer Opfer, während sie das Skalpell mit der Anmut eines Vogels in der Luft durch entblößte Gliedmaßen gleiten ließ. Und wofür? Für nichts weiter, als über den Tod zu verfügen. Was der wahre Nekromant beherrschen will, ist das Leben, die Unsterblichkeit. Erreicht dieses Ziel, dann werden die Schmerzensschreie nicht vergeben aus den Kehlen der Gefolterten herausgebrüllt worden sein. Sie werden im Gezeitenstrudel der ewigen Zeit vergessen werden. Ja, ich würde weit gehen, um Sterblichkeit zu erlangen, selbst wenn es Schmerzen und Tod für andere bedeuten würde. Warum nicht? Unsterblichkeit ist cool. Ach, ich bin da. Nee, ich bin ja dran. Ich schätze, auch ich würde weit gehen, um Unsterblichkeit zu erlangen. Selbst wenn es Schmerzen und Tod für andere bedeuten würde. Habe ich gemacht. Jetzt musst du entscheiden. Obwohl, wieso kann ich für Gedwin entscheiden? Ich kann gar nichts. Ich sehe gar nichts. Ich kann jetzt für Gedwin entscheiden. Nee, dann musst du grausam und nicht und alles böse. Nekromantie ist böse. Was für eine schlimme Sache. Was für eine schlimme Sache zu sagen. Es ist falsch, Unheil und Schrecken durch Nekromantie zu verursachen, egal zu welchem Zweck. Also ist doch immer besser, wenn ich... Ja. ...den... Ihr hadert mit euch selbst? Dazu habt ihr guten Grund. Solange ihr nicht begreift, dass die Menschheit nichts weiter ist als eine Ansammlung von Bazillen, aus denen einige wenige Erwählte sich die Objekte herauspflücken, die sie für ihre Untersuchung benötigen. Und die sie, wie wir es erziehen, bis sie nicht mehr da sind, während sie sich selbst in Richtung Ewigkeit vorantreiben? Ruhm sei dieser edlen Jagd, auch wenn sie durch die Pfuschereien von Einfallspinseln wie dieser Eva Maria beschmutzt wird. Lasst uns solches Ungeziefer auslöschen, wo immer wir es finden. Lasst uns jede Erdspalte versiegeln, aus der es gekrochen kommt. Aber lasst uns niemals den höheren Zweck aus den Augen verlieren, den die Kunst der Nekromantie dennoch in Aussicht stellt. Ein Nekromant ist das? Hab ich gar nicht gewusst. Ja, sie hat ja den Tod, den Jake zum Zombie gemacht. Nee, ich meine unser Jayhan. Achso. Vielleicht können wir später durch ihn Horden von Untoten haben, die für uns kämpfen. Wäre nicht schlecht. Da müsste ich nachher so skillen. So, dann haue ich mir das Zeug wieder hier rein. Also ich hatte ein bisschen mal geguckt wegen Handwerk, da gibt's einiges, hab's mir natürlich jetzt nicht aufgeschrieben und müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall gab's, hab ich gesehen, zwei kleine von diesen Heiltränken, kann man irgendwie kombinieren. Ich weiß noch nicht womit, vielleicht mit Laborkram oder so? Nö, geht nicht. Muss ich nochmal genau schauen, wie das funktioniert. Wie ging das Aufteilen denn nochmal? Ich glaube, du brauchst dazu irgendwas. Eine leere Fiole, oder? Nee. Leere Fiolen habe ich. Ich weiß es nicht. Ich sag das ganz ehrlich. Das klappt auch nicht. Aber wie war denn das nochmal gewesen? Shift. Mit Shift gedrückt halten? Okay. Nehmen wir mal ein. So, jetzt habe ich zwei einzelne. Geht nicht.
Kann natürlich auch sein, dass ich... Ah, hier! Also zwei Tränke zu, geht anfertigen, lagern? Was bedeutet das denn? Was hast du jetzt gemacht, oder was? Ich habe zwei Tränke miteinander kombinieren können. Jetzt kann Wie hast du es gemacht? Einfach übereinander gezogen. Achso. Aber musste zwei einzelne haben. Und habe daraus einen mittleren Heiltrank hergestellt. Der ist doch super. Den schicke ich dir direkt mal. Bitteschön. Schick mir mal alle deine kleinen Heiltränke, bitte. Ja. Ich habe auch gar nichts mehr, oder? Nee, ich habe alles verbraucht. Ich habe nicht einen. Okay. Oder hat Cheyenne könnte einen noch haben. Cheyenne habe ich, glaube ich, einen rübergeschickt. Mhm. Aha. Na, kannst du dann auch weiter noch... hier alles absuchen? Ich habe schon alles auf. Aber ich könnte mal das Blasphemie-Buch vorlesen. Solange, wenn ich es wieder finde. Hier, Blasphemie lesen. Die sieben Götter gibt es nicht und hat es nie gegeben. Ach ne, es geht noch weiter. Ja, schon gedacht. Ja, das habe ich auch. Das haben wir irgendwo schon mal gefunden. Ja? Mhm. Haben wir schon mal vorgelesen? Ja, ne? Götter. Ich hatte das mal vorgelesen, ja. Also, ich habe jetzt noch vier weitere hergestellt. Davon schicke ich dir mal drei. Ich brauche eigentlich nur einen Sicherheitstrank. Ich glaube, du brauchst die eher. Jetzt solltest du eigentlich wieder genügend Tränke haben. Aber falls du jetzt irgendwie Tränke findest, ach, gib's warte mal mir. Kurz. Ich kann auch zahlen. Nee. Ach, da oben. Okay. Da sind alle. Ich habe jetzt sechs Tränke, ja. Ja. Und wenn du irgendwann Tränke findest, gib's sie mir, dann mache ich uns bessere da draus. Weil der Kleine bringt dir nicht viel, weißt du? Ach so, aber der Kleine hätte für Jay hingereicht, ne? Ja. Ich gebe ihm trotzdem mal einen. Achso, ja, wir können natürlich wir können ja einen kleinen dann immer für ihn behalten, wenn ihm das ausreicht. Ich glaube, einer reicht immer für ihn. Aber ich gebe ihn jetzt mal so ein. So. Was soll ich denn da? Stinkende Schorl. Für was brauche ich einen stinkenden Schorl? Das ist noch die Frage, ne? Das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwas mit Handwerk. Achso, diesen Element, was wir bekommen haben, dieses Wasserelement oder was das gewesen ist, damit können wir Rüstungen aufbessern. Wir brauchen also wahrscheinlich Schmieden. Das heißt, Elemente und Edelsteine nie verkaufen. Ich habe viel zu viele wie Rubine und alles schon weggeworfen. Damit können wir habe ich alles da. Okay. Ja, ich habe es immer verkauft. Also, ich habe einiges da. So, dann würde ich sagen... Ja. Mach uns mal auf, ne? Was gibt's denn hier noch? Wo geht's noch hin? Wir müssen jetzt eigentlich in die Stadt und wegen Eva Maria, weil wir den Mord aufgeklärt haben. Wir müssen mit Ahu sprechen. Okay. Deswegen sind wir überhaupt in die Stadt gekommen, wegen diesem Mord. Mhm. Der hat uns hierher gerufen und wir müssen mit dem anderen quatschen da, ne? Arios. Arios, genau, mit beiden. Mhm. Okay, dann machen wir das. Schon mal Erfahrungspunkte, wir steigen bestimmt auf. Noch Tor? Ja, noch Tor, ne? Ich gehe mal zur Eva Maria. Okay. Damit die auch mal weiß, wo ihr Mann gerade ist, wenn sie mit ihm sprechen möchte. Eva Maria? Ach, Eva, ja mal, jetzt, heute ist der Teufel, nee, Esmeralda natürlich. Okay. Oder auch liebevoll Esmeralda. Ach nee, jetzt bin ich beim Bürgermeister. Jawohl, Bürgermeister. Interessiert dich, Bürgermeister, interessiert dich irgendwas, dass wir den Mod aufgeklärt haben? Nee, das interessiert ihn nicht wirklich. Was, ich habe mich den Fantastischen 5 angeschlossen? Ich habe mich doch gar nicht den Fantastischen 5 angeschlossen. Hä? Übrigens, das sagt mir was über die weiße Hexe. Oh, sie ist so ein liebes Mädchen. Das ist sie wirklich. Sie hat eine kleine Hütte im Lukulla-Wald, nicht weit nördlich von hier. Sie kommt zwar nicht oft nach Sassil, aber es ist gut zu wissen, dass sie an der Grenze aufpasst. Ich wollte nur sagen, die ist für das Ganze verantwortlich. Wieso, ich bin doch nicht eine von den Fantastischen Fünf. Ich will das nicht sein.
Ich weiß von nichts, mein Name ist Hase. Wie kann denn sowas passieren? Wo ist denn überhaupt die Taverne hingekommen? Oh, soll ich jetzt mal Areus anquatschen? Ja, du kannst. Ich bin fertig, du. Ah, der Quellenjäger, welch freudige Stunde. Lass uns über Jacks Ermordung sprechen. Nur um das noch einmal klarzustellen, es laufen in der Stadt hinterhältige Quellenmagier herum, die zum Spaß ein Ratsmitglied in meinem Zombie... Okay, ich habe noch gar nicht mit dem gequatscht, deswegen... Das kennst du alles schon. Der von den Fantastischen Fünf ist... Bei Belgas Unterwelt. Ich glaube, das ist neu. Das klingt wie ein Schauermärchen, das Müttern ihren Kindern vor dem Einschlafen erzählen. Und sicherlich ist nichts davon wahr, obwohl Aho zweifellos jedem eure Worte Glauben schenkt, wo ich ihm noch gar nichts jetzt erzählt habe, seltsam. Unabhängig daher, ob dies Wahrheiten, Halbwahrheiten oder glatte Lügen sind, es scheint mir, eure Angelegenheiten hier in Caecil sind erledigt. Lasst euch auf dem Weg nach draußen nichts von den Untoten weisen. Okay. Bla bla bla. Untote. Okay, ein paar Dinge wahrscheinlich in der Region besprechen. Das wäre ja zum Leuchtpunkt Grabhügel zur alten Kirche. Oh, ich konnte ihn gerade anquatschen wegen den Legionären. Bei den von der Pest heimgesuchten Schwänzen aller Dämonen der Hölle. Ihr wollt sagen, dass keiner meiner Legionäre die Erkundung überlebt hat? Sollen die Götter gehängt, ersäuft und gevierteilt werden? Sind sie umsonst gestorben? Aber dieser Nichtsnutz von einem Archäologen hat es sicher zurückgeschafft. Verdammt normal. Also das war ja den wir... Wolfram, ne? Genau. So, Herr Peter... Oh, die bei den Fantastischen Fünf, ne? Der vor der Taverne gestanden hat, der ist fort. Komisch. Die wollten doch zu den Legionären hin, ne? So, wo wollte ich überhaupt? Ich wollte noch irgendwo hin. Ach so, ja. Zur Klinik vielleicht. Tellurium, dieses tolle Schwert, was Areus hatte, gibt's auch gar nicht mehr. Er hat ja ständig neues Zeug im Sortiment. Ätzend. Until we meet again, my friend. Ja, das hat aber keinen Eintrag gegeben, ne? Schade. Also reden wir mal mit Areus, mit Ahu. Hallo, Miezekatz. Ich hoffe, euer Auftrag verläuft erfolgreich, geschätzter Jäger. Super erfolgreich. Springende Spatzen, ein Zombie! Und Eva Maria hat es getan. Ich hätte noch eher den alten Tauben Caecil verdächtig. Ein schreckliches Ende einer schrecklichen Geschichte. Also ist es Jake, der euch gezeigt hat, wer sein Mörder ist. Beinahe surreal, nicht wahr? Die weiße Hexe. Ich habe von ihr gehört. Magier flüstern ihren Namen. Ja, sie könnte eine Quellenmagierin sein. Seltsamere Dinge als verrückte Magier treiben sich in diese Gegend umher. Ihr müsst nach Norden reisen, um die Hexe zu finden. Dort lebt sie in den Wäldern. Natürlich ist der Weg voller Gefahren, aber ich bin überzeugter denn je, dass diese Gefahren sich eher vor euch fürchten sollten. Ich wünsche euch viel Glück, Jäger. Was wisst ihr über den alten König, der Bracchus genannt wird? Bracchus, selbstverständlich habe ich von ihm gelesen. Der letzte König der Quellenmagier, ein Verrückter, genau hier in Caecil besiegt wurde. Tatsächlich waren viele der Ruinen in östlicher Richtung, hinter den Stadtmauern, Paläste und Tempel, die während seiner Herrschaft errichtet wurden. Danach wurden sie als Steinbrüche verwendet, als sie die Stadt errichtet haben, die ihr heute hier seht. Bracchus wurde hier in der Nähe begraben, aber niemand weiß, wo sich das Grab wirklich befindet. Und das ist auch gut so. Stellt euch nur vor, eine Kreatur wie er fällt der Nekromanten in die Hände. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast du vielleicht schon vorgelesen? Deswegen sage ich immer, sowas kann man doch wieder ausblenden. Ja, ich weiß nicht genau, was ist hier. Das ist auch blöd, dass ich Sachen fragen kann, die du schon angefragt hast. Sag ich doch. Und es geht wirklich mit einem ganz einfachen Befehl, kann man das abfragen und kann die Zeile ausblenden. Oder kann es ja unterlegen irgendwie, was?
dass man es dann nicht nochmal blendet. Ach übrigens, die Esmeralda sagt, als ich gesagt habe, was über Jake, sagt, ein Zombie? Mein Jake? Oh, wie widerlich. Ich bin also mit einem Zombie verheiratet. Die Braut einer Leiche. Oh, ich hätte nie erwartet, unter einer derartigen Empörung leiden zu müssen. Das war schon alles. Na dann. Bye. Viel Spaß noch mit eurem Ehemann. Dann könnte ich ja doch noch mal zum... Ja, dann... Hat irgendjemand... War jetzt irgendwas? Die sprechenden Statuen, ne? Befreiten den Dings... Die Hexe... Jake erzählte uns von einer weißen Hexe. Und... Eva Maria ist nicht die Mörder... Ja, wer ist denn überhaupt... Die dunkle Nekromantin. Also ich kann beim Areus sagen, dass er den Totengräber verhaften soll. Warum das kann ich das? Immer noch machen, ne? Ja, das. Aber den braucht man nicht zu verhaften. Der hat damit zu tun, das auf jeden Fall. Der schon. Aber wir können es nicht beweisen. Vielleicht hört das aber dazu, um die Quest zu beenden. Achso. Soll ich es mal machen? Mach, wie du es für richtig hältst. Also ich hätte es nicht gemacht, aber du kannst es ruhig gern machen. Ich meine, der hat sich ja irgendwie bereichert dran. Ja, wir kriegen keine Erfahrungspunkte. Wir müssen irgendeine Quest beenden, damit wir ein Level aufsteigen. Was, die Wiederauferstehung von Bracchus Rex? Das sollte man auch untersuchen. Was wir alles untersuchen sollen. Also wir müssen in den Lukalla-Wald, der irgendwo im Norden ist. Ja, wir müssen erstmal noch einmal wenigstens aufsteigen, damit wir an den Strand können oder was. Wir können auch jetzt an den Strand gehen, nachdem wir den ersten Gegner töten, sind wir aufgestiegen. Weißt du? Achso, ne, ja. Ja. Den müssen wir erstmal töten. Wieso kann ich sagen, ich habe eure Katze kennengelernt? Ach, schade. Ich habe eure Katze gar nicht kennengelernt. Ja, ist nicht ganz ausgereift, auf jeden Fall. Nee, das kann man besser machen. Vor allen Dingen bin ich den Fantastischen Fünf angeschlossen. Ich glaube, es hakt hier. So, wie sieht's aus? Was muss ich noch machen? Habe ich noch was hier erstmal zum Verkaufen? Ne? So, kann ich ja vielleicht bei Cecil verkaufen. Cecil. Was ist mein anderer Dolchin? Ach, 35, der ist ja arme Schlucke, der Bürgermeister. Okay, ich hab, wir können einen Wolf hochbeschwören und wir können ein Erdelement hochbeschwören. Da steht aber Fertigkeitsstufe 16 und 10, ich glaube, das geht noch nicht. Zwei Schriftrollenmächtige, ich behalte die mal, da haben wir zwei zusätzliche Mitkämpfer. Schriftrollen? Also keine Fertigkeit. Und nein. Leider nicht. Na gut. Ja, so Vergiftung heilen und sowas, kostet das viel? Oder kannst, ach nee, es wäre schön, wenn du das herstellen könntest. Ne? So, mein Freund, ich bin da. Achso, ich wollte mal schauen, wie meine Rüstung aussieht. Geht auch noch. From the mainland. News from the mainland. That is like Scottish. Und mal wieder bin ich übersetzt. Nee, das sagen sie nur, wenn sie sprechen. I have news from the mainland, my friend.
So, dann verkaufe ich mal. Was verkaufen wir denn? Das Schwert. Braucht doch niemand. Rüstung. Weg. Schuhe. Eimer. Wieso habe ich wieder Eimer? Habe ich mal einfach mitgenommen, ne? Schädel kann man als Zutat verwenden. Na dann. Gut. Schade, diesmal nicht viele Spitzen da, damit ich irgendwas machen kann. Dann gleichen wir das mal aus. Zack, Dankeschön. Jetzt habe ich zwei von den verzauberten Pfeilspitzen, die ich leider noch nicht herstellen kann. Fertigkeitenbuch des Querschlägers. Hast du schon einen Querschläger? Ja, habe ich schon. Okay. Querschläger ist das, diese Attacke, wo ich mehrere treffe, die in der und Nähe du hast, sind. Und du kannst auch Fertigkeitenbuch der verzauberten Berührung, das hast du auch. Verzauberten Berührung? Moment mal. Nee, das ist Stufe 10, oder? Das Fertigkeitenstufe 6. Fertigkeitenbuch der verzaubernden Berührung. Kann natürlich erst sein, dass das... Ist das die verzauberte Pfeilspitze? Was kann das denn? Das ist ein grünes Buch? Nee, ein blaues. Ich kann nur grüne Bücher lernen. 100% Wahrscheinlichkeit, den Status-Effekt verzaubert zu verursachen. Das ist ein Zauberspruch für blaue Magie. Was ist denn blaue Magie? Wasser? Das wäre nicht schlecht, ne? Muss das nicht? Nee, aber da steht aber Schurkenfertigkeiten. Sind ich Fertigkeiten für Schurke. Räuber und Diebe. Ich bin kein Räuber, ich bin kein Dieb. Ich bin Fernkämpfer. Ich bin ja Waldläufer. Leider. Ist das wirklich für die Klasse direkt gemacht? Sieht man hier gar nicht so richtig. Kann natürlich sein, ne? Und dann kauft man und... Ja, die, du kannst das ja alles erlernen. Du kannst dich ja leveln, wie du willst. Aber du musst dann die Fertigkeit Schuft hochmachen. Wahrscheinlich, ja. Aber das, weißt du? Das sieht man einfach noch nicht, wenn man über das Buch drüber geht, was man hier hochmachen muss und wie oft und wie viel, ne? Das müsste dabei stehen. Mhm. Ich gehe mal gerade auf ein Buch drauf. Also bei mir steht Fertigkeit Stufe 6 bei diesem einen Buch. Das heißt, ich muss Stufe 6 haben dafür einmal. Was muss? Und, ach so. Unten steht okay. Erforderte Stufe nochmal, die du brauchst, um das überhaupt zu erlernen. Okay. Und dann musst du eine Elite-Scharfschützenfertigkeit haben. Und unten sagst du ja, du brauchst dafür eine, eine Schuftfähigkeit. Ich sehe es. Und wenn du bei I drückst und gehst auf Fähigkeiten und Fertigkeiten, dann siehst du ja Erotäuge, Elite-Scharfschütze, was ich bin, Geomant, Hexerei, Hydrosophist oder sowas, Pyrokinetik, Schuft und Waffenknecht. Das dann sind die Charakterklassen. Könnte ich also kaufen hier ein Fertigkeitenbuch des Eids der Entweihung, erhöht den durch die Verbündeten verursachten Schaden? Nee, tue ich sowieso nie. Ich tue noch nicht mal von meinem Ritter das, oder? Also ich habe das nachgelesen, wenn man kann Stufe 5 nur erreichen in allen Sachen, die du hochmachen kannst. Und das ist ja bei den Charakterklassenfertigkeiten, also wenn du die hochmachst, was du jetzt auf 2 gemacht hast, deinen Waffenknecht, ist das ja so, dass du beim ersten Mal 3 kannst, dann kannst du 5 erlernen und dann kannst du 7 erlernen. Und dann geht's auf 9 und wenn du die Stufe 5 erreichst, kannst du unendlich viele, also kannst du alle Fähigkeiten lernen. Darum wäre es gut, wenn du deinen Waffenknecht auf 5 bringst, was natürlich dauert, aber dann kannst du alle lernen und bei der Magier dasselbe halt, in welche Richtung du auch gehst. Ja, ja. Ja, das dauert ja im Moment noch. Wohl wahr. Ja, wir müssen mal aufhören, ne? Wir sind über der Zeit. Dann will ich sehen, ob ich hier noch einen Fehlkauf gemacht habe oder nicht. Wenn das blöd. Und ich würde sagen, wir machen dann beim nächsten Video, gehen wir entweder zum Hafen oder Richtung da Nordosten, da wo die Feuerwesen Stufe 7 waren. Ist eigentlich egal, wir sind so kurz vor 7, wir können jetzt in beide Richtungen gehen. Okay. Mist. Steh auf. Ciao, ciao. Tschüss.